Wunderschönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Gesprächsrunde. Aufbrüche um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Und ich glaube, wir haben heute eine illustre Runde hier. Zu meiner Linken sitzt Gösta Neuwirth. Und man kann wohl mit Fug und Recht behaupten, dass ohne die Arbeit dieses Mannes ein Komponist wie Franz Schreker heute nicht in unseren Konzert- und Opernhäusern zu Hause wäre. Frank Schneider, Musikwissenschaftler, langjähriger Intendant des Konzerthauses Berlin und in dieser Funktion mein hochgeschätzter Chef. Und zu meiner Rechten Ulrich Mosch, lange Zeit an der Paul-Sacher-Stiftung in Basel und dort verantwortlich unter anderem für den Nachlass von Igor Strawinsky und nunmehr an der Universität Genf tätig. Mein Name ist Jens Schubbe, ich arbeite für das Kollegium Novum Zürich und freiberuflich zudem für die Alte Oper Frankfurt. Die Musik der Jahrhundertwende, an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, die wird von uns ja immer als eine Musik verstanden, die Aufbrüche markiert. Und diese Aufbrüche, die kann man geradezu weltweit ungefähr gleichzeitig erkennen. Man kann nach Mexiko schauen, da hat ein Komponist gewirkt wie Julian Carrillo, der hat seine Geige mit einer Rasierklinge bearbeitet, aber nicht um sie zu zerstören, sondern um Mikrointervalle kleiner als ein Sechstelton, kleiner als ein Siebentel, kleiner als ein Achtelton zu erzielen, bis zu einem Zwölftelton ist er vorgegangen, hat da also Pionierarbeit geleistet. Ein bisschen weiter im Norden hat ein Versicherungsvertreter Partituren geschrieben, die das 20. Jahrhundert vorwegzunehmen scheinen, nämlich Charles Ives. Überqueren wir den Atlantik, dann war in Paris eine Menge los, initiiert vor allem von Claude Debussy. Wenig später trat Erik Satie auf und hat auf seine stille Art und Weise eine Revolution erzeugt. In Wien ging es ebenso hoch her, da waren die Nachwirkungen von Gustav Mahler zu spüren und Arnold Schönberg begann seine Karriere als Komponist, von Skandalen umtobt, könnte man sagen. Also allenthalben scheint es Aufbrüche zu geben. Und dann liest man ein paar Jahre später einen Aufsatz von Paul Becker. Ich habe den in der ersten der Gesprächsrunden schon mal zitiert und bemerkt mit Staunen, dass das, was wir heutzutage als Aufbrüche wahrnehmen, damals als Stillstand empfunden wurde. Der hat sich nämlich gefragt in seinem Aufsatz Neue Musik 1919, zunächst einmal als Vortrag gehalten, warum es überall in allen Gebieten der Kunst Aufbrüche gebe, nur scheinbar in der Musik sei alles im Stillstand begriffen und versuchte dann zu ertasten, wo dann vielleicht in der Musik auch ein wenig Bewegung sein könnte. Und da kam dann auf einige Komponisten zu sprechen, darunter Claude Debussy, Max Reger, Gustav Mahler wurde prominent erwähnt, Franz Schreker wurde benannt und auch ein Komponist wie Ludwig Rottenberg. Und auch auf den werden wir heute noch zu sprechen kommen. Meine Herren, wie ist das? Gab es damals nun einen Aufbruch oder gab es keinen? Wie ist es mit den Aufbrüchen in der Musikgeschichte, mit den Revolutionen? Sind die nur Interpretationsangelegenheiten oder haben sie wirklich stattgefunden? Und wenn sie stattgefunden haben, was war der historische Kontext, aus dem diese Revolution um die Jahrhundertwende, um 1900 hat stattfinden können? Wer möchte? Ich kann beginnen. Und ich kann an Sie anknüpfen. Es ist richtig, dass wir eigentlich in globaler Weise einen Aufbruch zu verzeichnen haben. Von Amerika über europäische Länder, Sie haben ja gar nicht mal den Osten erwähnt. Also auch auf dem Balkan, in Russland, Finnland. Man könnte das endlos fortsetzen. Ja, natürlich ist dann Wien und die Wiener Schule um Arnold Schönberg sozusagen das Radikalste. Wenn man danach fragt, was die Gründe sind, warum es so weltweit plötzlich, man könnte ja fast den Slogan erfinden für diese Situation, Komponisten aller Länder, vereinigt euch. Es gab das kommunistische Manifest von Marx, könnte man auf Komponisten mal anwenden. Sie haben alle gespürt, dass sie, und das ist für mich einer der Gründe, dass sie verdrängt wurden aus dem Prozess des Abschließens im Konzert, von einem genormten Konzertablauf, in dem langsam die klassische Musik dominierte und das Aktuelle an den Rand verdrängt wurde. Sie fühlten sich von vielen Dirigenten nicht mehr wirklich ernst genommen und haben dann versucht, auf verschiedene Weise sich selber zu organisieren, Spezialensembles zu gründen, sich auch international zu verbinden. Und nach dem Ersten Weltkrieg kriegt die neue Musik dann wirklich eine Art Struktur, wo sie sich vernetzt, wo es eigene Verlage gibt, wo sie eigene
Vereinigung haben, Gründung der IGNM, der Internationalen Gesellschaft für Neue Musik, vor dem Ersten Weltkrieg, sind das alles irgendwie sehr isolierte Vorgänge, aber eben doch auch parallel. Ja. Darf ich da was dazwischen fragen? Kann das dann, dass diese neuen Komponisten im Musikleben offenbar nicht mehr zu Hause waren, kann das etwas damit zu tun haben, dass um die Jahrhundertwende eine musiksprachliche Einheit, die es einige Zeit vorher noch gab, endgültig zerbrochen war? Zu Haydns Zeiten gab es Musik verschiedener Funktionen, aber die Sprache der Musik war zumindest in einem kulturellen Raum doch eine relativ einheitliche. Und dann begann das im 19. Jahrhundert zu dissoziieren. Und ich glaube, die These wagen zu können, dass um die Jahrhundertwende dieser Bruch endgültig vollzogen wurde. Die Frage war nur, wenn man im Konzertleben, anders als noch zu Beginn des Jahrhunderts, im Grunde täglich die klassischen Meisterwerke vor sich hört, dann muss man als Komponist doch nervös werden. Man will ja anderes machen, man will ja neu sein. Und man ständig Beethoven, Brahms und Mozart vor Augen, das führt natürlich dazu, dass lauter individuelle Anstrengungen gemacht werden, Neuland für sich zu erobern. Und dann geht erstmal jeder auch seine Wege, das ist richtig. Ja? Also das sind nicht alle Gründe. Zunächst mal ging es natürlich auch, diesen gewaltigen Überdruck durch Wagner sozusagen zu verarbeiten und sich von daher eigene Wege zu, man vergesse nicht, dass nach Wagners Tod die ganze Wagnerei überhaupt erst losgeht, bis zum Ersten Weltkrieg. Also da sind überall einzelne Unternehmungen, isolierte Unternehmungen, die mit Mühe versucht haben, sozusagen sich anzuhängen an das klassische Repertoire. Und das macht eben dann zunächst mal jeder anders. Darf ich hier anknüpfen? Bei den Komponisten, die arbeiten, das, was wir als Aufbruch heute wahrnehmen, war für sie natürlich kein Aufbruch in dem Sinne, dass sie wüssten, wohin es gegangen wäre. Wenn man arbeitet, hat man künstlerische Projekte, man spürt, dass man etwas Neues sucht, aber man nimmt sich ja nicht vor, ich fahre jetzt nach Amerika oder ich mache dieses, wo man schon das Land eigentlich kennt. Das heißt, eigentlich alles das, was wir heute als solche Aufbrüche wahrnehmen, und ich denke, das spiegelt auch der Vortrag von Paul Becker, alles das waren eigentlich aus dem Moment heraus entstandene künstlerische Produkte, Werke, die diese Eigenschaft haben, dass wir sie heute als etwas Aufbruchverheißendes wahrnehmen. Und man kann das, glaube ich, sehr schön zeigen an einem Werk wie Igor Strawinskys Sacre du Printemps. Sacre du Printemps ist unter unglaublichem Zeitdruck der zweite Teil entstanden, das heißt innerhalb von ganz kurzer Zeit geschrieben worden, ausgearbeitet worden bis zum letzten Moment, für die Balletttruppe von Diaghilev in Paris für diese Uraufführung diese Musik geschrieben. Am Schluss nicht mal mehr Zeit gehabt, einen Klavierauszug machen, damit die Proben mit dem Ballett stattfinden konnten, sondern da musste er sein Particelle abgeben. Also unglaubliche Arbeitsbedingungen und eigentlich ein Komponist wie er dachte natürlich nicht jetzt unbedingt sofort an die Nachwelt, sondern zuerst mal an das Werk. Und da ereignen sich Dinge, die wir heute die Wege geöffnet haben, die wir heute als das wahrnehmen, als einen Aufbruch in eine neue Richtung. Ich glaube, dasselbe gilt für Schönberg, dasselbe gilt für alle diese Komponisten, die gearbeitet haben damals, gilt auch für die Komponisten heute noch in gleicher Weise. Darf ich noch einen Satz polemisch dagegen sagen? Ich bin sehr davon überzeugt, dass gerade Schönberg sehr genau wusste, was er da tat und wohin er wollte. Ich meine, wenn man sich das Oeuvre beguckt seit der Jahrhundertwende, jedes Werk sozusagen verletzt ein gewohntes Tabu. Ja? Schönberg hat sehr planmäßig auch für sich sozusagen dieses Neuland gewonnen. Er wusste das schon und er hat ja auch die Skandale erlebt. Dass das sozusagen sang- und klanglos einfach komponieren war, das glaube ich nicht, bei ihm nicht. Da gleicht er für mich also auch Beethoven, der ganz bewusst nach 1800 mit dem Begriff des neuen Weges versucht hat, ein paar Dinge zu regeln. Er sollte Mozart-Nachfolger werden, das wollte er nicht, das konnte er nicht. Er wollte Haydn toppen im Ruhm und er wollte so gut sein wie Napoleon, als den er noch bewunderte, als Politiker. Da ist ein ganz bewusster Entschluss, es anders zu machen, geradezu olympisch die Werke größer zu machen, bedeutender zu machen, überhaupt Sinfonik in ein ganz neues Reich zu führen. Etwas Ähnliches spüre ich bei Schönberg auch. Ein sehr bewusster Weg in die Atonalität
Und er hat gewusst, was er da an Provokation hervorruft. Und das ist ja ein Teil eigentlich auch sozusagen des Ruhmes. Also was da alles passiert ist, und dann hat er die Schüler mitgezogen, das ist, finde ich, das müsste nochmal hinterfragt werden. So ganz, auch wie Schönberg es selber sozusagen als rein aus dem Gefühlsdruck heraus entstanden, ist es nicht. Da ist viel mehr, finde ich, planmäßiges Vorgehen auch drin. Und bewusst, ich meine, wenn dann Schönberg zur Zwölftontechnik kommt am Ende, das ist ja vielleicht der problematischere Teil von Schönberg, der ein genialer Klangerfinder auch war, also dann sozusagen mit der Zwölfherrschaft, mit der Zwölftontechnik die Vorherrschaft der deutschen Musik für die nächsten 100 Jahre zu sichern, das ist dann schon auch eine planerische Idee. Eine planerische Idee, die aber letzten Endes gescheitert ist. Und Gott sei Dank. Ja, natürlich. Ja. Aber dort zeigt sich eben genau diese Problematik. Man kann sich nicht einfach entscheiden, ich schreibe jetzt ein Meisterwerk, was die ganze musikalische Welt auf den Kopf stellt. Ja. Das passiert, das gelingt vielleicht, wenn man, auch bei Stravinsky gibt es natürlich, es gab ein Bewusstsein dafür, dass er an etwas Außerordentlichem arbeitet, aber er konnte natürlich nicht vorausahnen, dass dieses Werk dann in einer unglaublichen Rezeptionsgeschichte über das 20. Jahrhundert dann einfach dermaßen Spuren hinterlassen würde. Ich kann jetzt sehr gut auf euch beide reagieren, indem ich meine, eine Abwesenheit wahrzunehmen, gerade natürlich, wenn ich von Schreker ausgehe, Schönberg und in gewissem Maß auch Stravinsky kommen als Komponisten, die eine Entwicklung weiter schreiben wollen, weiter fortsetzen wollen, und der Bruch kommt mit den Schritten der Entwicklung. Der andere Zug, der bei Schreker etwa kommt, dass Schreker den Bruch setzt. Die Schreckersche Ästhetik ist eine Ästhetik des Bruchs, der vollkommenen Abwesenheit dessen, was vorher passiert, und zwar nach zweierlei Hinsicht, indem Schreker zwar Elemente des traditionellen Vokabulars beibehält, sie aber mit einer völlig anderen Grammatik zusammensetzt. Das heißt, die Redeweise von Schreker ist der Schönbergs, der von einer Entwicklung kleiner musikalischer Zellen, Schönberg setzt gewissermaßen die goethische Idee des Organischen fort. Und bei Schreker funktioniert das überhaupt nicht, weil die Logik von Schreker sozusagen Prozesse des Unbewussten formuliert. Und insofern, dann kommt noch etwas dazu, ein Paradox, was du angesprochen hast. Die Zeit bis 1914 ist in Bezug auf die Kunst eine Zeit, in der die europäischen Zusammenhänge vollkommen realisiert wurden. So jemand wie Marinetti publiziert sein Manifest. Drei Wochen später ist er in Petersburg. Schönberg fährt von. Das heißt, die Kunst oder die Musik vor 1914 ist gesamteuropäisch und nach 1918 ist dieser gesamteuropäische Kontext, Konnex, zunächst einmal aufgehoben. Ja, das ist die große Differenz, die ich da wahrnehme, dass die Schreckerschen Aufführungen vor 1914 waren für den Winter 1914 in Paris geplant. Nichts davon kam ja zustande und nach 1918 waren die kulturellen Grenzen unten. Mhm. Und dann gab es diese Festivals wie Donaueschingen und andere, die versuchten, da etwas in Gang zu halten, was aber in Wirklichkeit auf der kulturellen Ebene auseinandergedriftet war. Ich habe eine kleine Frankfurter Geschichte und da komme ich auf das, worum es mir bei diesem Haus und bei dem Termin auch geht. Eine Art Frankfurter Geschichte.
Es war einmal vor so langer Zeit, dass sich niemand mehr an sie erinnern mag. Da wurde in Czernowitz, der damals recht ansehnlichen Stadt am östlichsten Rand des großen Habsburgerreichs, der Sohn einer jüdischen Familie geboren. Das war am 11. Oktober 1864, vor gerade 150 Jahren. Ludwig Rottenberg zeigte sich früh musikbegabt, ging nach Wien, um an der Hauptstadt am Konservatorium zu studieren. Sein Lehrer Robert Fuchs hatte dort schon Gustav Mahler, Hugo Wolf unterrichtet, Zemlinski, Schreker und viele andere würden bis 1911 noch folgen. Mit der Empfehlung von Brahms und Bülow kam der junge Komponist und Dirigent nach Frankfurt, wo er blieb und von 1893 bis 1926 der erste Dirigent am Opernhaus hier war. Schreker, wenn ich das jetzt kurz einführe, wurde als Sohn eines Fotografen, der es aus böhmischen Verhältnissen zu Wohlstand gebracht und diesen um der Liebe willen Geweis gegeben hatte, 1878 in Monaco geboren. Er kam als Kind nach Wien, freilich war das eine andere Stadt als jene, die der ältere Ludwig Rottenberg noch erlebt hatte. Man hielt sich vor der Jahrhundertwende nicht mehr so selbstgewiss, sondern schwankend zwischen Euphorie und Untergangslust. Noch aber konnte der junge Schreker das Konservatorium absolvieren und den eigenen Weg durch die Institutionen des Musiklebens nehmen, bis er 1912 als Professor für Komposition Nachfolger seines Lehrers Robert Fuchs wurde. Frankfurt war während dieser Jahre vor dem Krieg wohl ein Ort bürgerlicher Sicherheit und des Wohlstands, zugleich aber auch einer Liberalität, die es erlaubte, dass verschiedene Leben zusammenkamen, dass die ganz anderen Bilder von Wirklichkeit und Kunst sich zeigen konnten. Am 18. August 1912 dirigierte Ludwig Rottenberg die Uraufführung von Franz Schekers Oper Der ferne Klang hier im Hause. Wenn es so etwas wie ein erstes Mal gibt, und das gehört zu unserem Thema, kommt im Fernen Klang von Schreker das Drama vom Menschen im Jetzt der Gegenwart auf die Bühne der Frankfurter Oper, und zwar als Drama der Musik selbst. Schreker ist ein Komponist, der weiß, dass die neuen Einsichten ins seelisch Unbewusste nicht nur neue Erzählungen, sondern auch eine neue Grammatik verlangen. Und da wieder, Schönberg schreibt die alte Grammatik weiter, Schreker formuliert eine neue Grammatik mit Tönen. Und er bringt das auf die Opernbühne. Für die Verwandlung des Kunstwerks in den wirklich tönenden Raum eines Opernhauses bedurfte es Ludwig Rottenbergs und seiner von früher her begründeten sicheren Fähigkeiten wie seines empfindlichen und aufmerksamen Sinns für das Neue. Schon am 15. März 1913 dirigierte er die Frankfurter Premiere von Schrekers Das Spielwerk und die Prinzessin. Der Ausbruch des Krieges 14 verhinderte die Aufführung von Schrekers. 1915 beendete der dritte Oper die gezeichneten, die dann hier am 25. April 1918 stattfand. Die letzte der großen Schreker-Premieren dieser Ära war die des Schatzgräbers am 21. Januar 1920, was voraus auch auf die Neue Republik zeigen sollte, war aber schon zum Ende gekommen. Nicht nur an der Frankfurter Oper, sondern als Ende der Idee einer nicht vom Blitz der Katastrophe gezeichneten Moderne, was ich als für unser Thema formulieren möchte. Was hier notiert ist, meint freilich nicht nur die Aufführung der Opern Schreckers und sein Zusammenwirken mit Rottenberg und Becker. Nie war ein Opernhaus mit seinen Aufführungen von Busoni bis Hindemith weniger Museum und mehr Interpretation der Gegenwart, als es damals geschah. Weil das alles aber nicht
nur vergangen ist, sondern auch vergessen, kann es nur als Märchen erzählt werden. Ich danke euch fürs Zuhören. Lieber Gösta Neuwirth, schönen Dank. Und diese Spur Ludwig Rottenberg, das ist mir eben bei der Lektüre des Paul-Becker-Aufsatzes auch so gegangen, dass dieser Name zwar dasteht, aber keiner kennt die Musik. Ich weiß nicht, Frank, kennst du sie? Hast du von dem mal was gehört? Und das ist eine Recherche wert. Wenn hier also interessierte Musikwissenschaftler im Raum sind, sie mögen bitte die Bibliotheken stürmen und schauen, ob es da etwas gibt, ob da noch Schätze zu heben sind. Ich finde, es gibt natürlich wahrscheinlich noch viel mehr, die wir entdecken müssen. Und mir ist wichtig festzuhalten, dass zwar die Wiener Schule in einem emphatischen Sinne wirklich die Geschichte der neuen Musik entscheidend geprägt hat. Aber sie haben es nicht alleine gemacht. Mhm. Für mich ist das Entstehen der neuen Musik eine Art, ja fast unbewusstes Gemeinschaftswerk von lauter Individuen zunächst mal, die an unterschiedlichen auch Seiten des sogenannten musikalischen Materials angegriffen haben. Schönberg ist ja von Boulez später kritisiert worden, dass er sehr einseitig, fast evolutionär, die Harmonik weitergetrieben hat, in die Atonalität. Schönberg sagt zu Recht, Eisler sagt zu Recht, Schönberg ist der konservative Revolutionär. Wider Willen fast hat es ihn getrieben, die Harmonik sozusagen weiterzutreiben. Aber was ist mit der Rhythmik? Da haben wir Stravinsky. Was ist mit der Klangfarbe? Da haben wir Debussy. Was ist mit dem lauter Emanzipationen, die da eintreten, um zum Beispiel Bosone nicht zu vergessen, die Entdeckung neuer Instrumente nicht zu vergessen. Also es passiert an allen Ecken und Enden Neues, das zu diesem Gesamtbild führt, das dann nach dem Ersten Weltkrieg ja nochmal ein paar neue Schübe bekommen hat, zum Beispiel durch die linke Musikpolitik in Russland oder durch den Jazz aus Amerika. Die 20er Jahre sind dann die Zeit, wo sich das alles zusammenfügt zu einer, ja, das ist ja nicht ohne Gefahren, ein bisschen zu einer Sonderexistenz von neuer Musik als Institution, eben mit eigenen Verlagen, mit eigenen Konzerten, mit eigenen Organisationen, mit einer eigenen Musik, ja, also Philosophie will ich nicht sagen, aber mit Kritik, ja, mit Spezialzeitungen, das wird eine Industrie, die neue Musik in den 20er Jahren. Das war vor dem Ersten Weltkrieg noch längst nicht so. Ja, ja. Becker hat das mal formuliert, der die materialen Grundlagen der Musik versucht zu definieren als soziale Wahrnehmung. Das ist ein Sprung, nicht mehr die Musik als pur ästhetisches Phänomen, sondern als ästhetisch-soziales Phänomen. Das kommt von Becker her. Ja. Ich würde gern zwei Aspekte nochmal aufnehmen. Das eine, das hat Frank Schneider von angesprochen, das ist der Aspekt der Kanonisierung, also dass so ein großer Kanon klassischer und romantischer Werke zunehmend den Platz in den Konzerten einfach eingenommen hat und die zeitgenössische Musik, also die in der aktuellen Zeit damals entstand, mehr und mehr an den Rand gedrängt wurde. Das ist ein sehr komplexer Prozess, der aber schon viel früher begonnen hat, der sich aber eben Anfang des 20. Jahrhunderts dann da so ausgewirkt hat, dass die neue Musik oder die zeitgenössische Musik eben wirklich nur noch zur Marginalie tendierte. Das fängt schon zu Beethovens Zeiten Ende des 18. Jahrhunderts schon an, dieser Prozess der Kanonisierung, weil damals Werke entstanden sind, gerade mit den Beethovenschen Sinfonien, die eben als unübertrefflich galten und die man als Komponist, an denen man nicht vorbeikommt, mit denen man sich auseinandersetzen konnte. Und das ist der zweite Punkt, über den ich etwas sagen wollte. Es hat zu tun mit dem historischen Bewusstsein, also einer ungeheuren Kenntnis der Vergangenheit. Wenn natürlich im 18. Jahrhundert die Komponisten wussten voneinander, man wusste, was die Kollegen machten, aber man hat nicht die ganze Musikgeschichte, die vor einem war, sozusagen präsent gehabt. Wenn man Bach-Rezeptionen anschaut, das gibt es viele Beispiele, dass das wenige waren, die sich intensiv damit beschäftigt haben. Also alle komponierte Musik war neue Musik. Genau, ja. Das ist der Punkt. Und das hat sich umgekehrt, alle komponierte Musik, wenn man sie jetzt umkehrt, war eben Musik der Vergangenheit und die neue Musik war ganz an den Rand gedrängt. Und ich denke mir, dahinter profilieren sich eigentlich zwei Dinge, die man auch in der Kunst, in der bildenden Kunst nachvollziehen kann. Die Französische Revolution hat eines klar gemacht, dass die ganze Welt eben nicht gottgegeben ist, sondern menschengemacht. Das ist einer der Grundzüge.
Und man kann das, was man in der Malerei, das sogenannte sentimentalische Bild mit dem schillerschen Ausdruck, dass man jetzt plötzlich nachdenkt über das, was man tut. Beethoven ist das Pendant in der Musik. Ja. Und das ist das, was die ganze Tradition danach massiv geprägt hat. Und es kommt noch ein weiteres dazu. Anfang des 20. Jahrhunderts sind die veränderten Möglichkeiten auch Reisemöglichkeiten, also Kulturgeografie verändert sich und später dann 20er Jahre die aufkommenden Massenmedien in Form von Schallplatten. Eine kleine Bemerkung zu dem, was du gesagt hast. Das ist, worüber wir jetzt nicht gesprochen haben, der unmittelbar auf die Komposition durchschlagende Einfluss der neuen technischen Medien, der Möglichkeit, Ton aufzunehmen. Man kann das an einem Beispiel, und das, weil das heute Abend so eine Rolle spielt, sehen. 1906 oder 1907 nimmt Scriabin einige seiner frühen Stücke für Welt im Mignon, für diesen Flügel auf. Und er hört das und die Stücke, die er dann aktuell komponiert, fotografieren das, was an Differenzierungen in der Aufnahme da war und zu hören ist, jetzt in Notation aus. Das heißt, Scriabin, in dem Moment, in dem er sich der Aufnahmetechnik bewusst wird, notiert seine Musik anders. Er notiert Dinge, die vorher informell mitgelaufen sind, und jetzt notiert er eine Fülle von kleinen Noten, so als ob er seine eigene Musik als Ethnologe transkribieren würde. Und dieser Einfluss der Technik, das ist eine prinzipielle Kategorie dessen, richtig, was ja um die Zeit herum passiert. Ich habe noch eine Frage dazu. Wir sind bei den 20er Jahren angekommen. Frank, du hast wunderbar aufgezeichnet, was an Errungenschaften in den Jahren nach 1900 weltweit gewissermaßen auf den Markt kam, möchte ich mal salopp sagen. Dann ist aber zu beobachten, dass von diesen Aufbrüchen eben nur einige fortgeführt werden. Schreker wurde schon genannt, Scriabin wurde genannt. Bei Scriabin gibt es die Scriabinisten, die noch an ihn anschließen. Diese Bewegung veräppt dann, weil das in der Sowjetunion so nicht mehr weitergeht, nachdem dann Stalin die Zügel in der Kulturpolitik anzieht, und sie verstreuen sich in verschiedene Exilbereiche. Bei Schreker möchte ich nur auf eines hinweisen, da gibt es in den 20er Jahren ein ganz wunderbares, relativ kleines Stück, die Whitman-Gesänge, die für mich einzigartig in dieser musikalischen Landschaft dastehen, die nicht mit dem Neoklassizismus in Verbindung zu bringen sind, die auch von Schönberg weit weg sind, die Tonalität noch kennen, aber völlig frei und undogmatisch handhaben. Und mir erscheint, dass sich da ein Weg andeutet, der dann einfach nicht weitergegangen wurde. Was ich wissen möchte ist, sind diese künstlerischen Impulse zu schwach gewesen, als dass sie hätten bestehen können, oder sind es die historischen Entwicklungen, die einfach mal eigentlich potente Entwicklungen gewaltsam beendet haben, an die dann bis heute zum Teil nicht mehr angeknüpft wurde? Also das ist ein sehr komplizierter Prozess, und ich sage mal, wir können ja in der Musikgeschichte mal etwas grob und lehrhaft sagen, da gibt es eine erste Kategorie von Neuerern, die kennen wir alle. Das sind die festgeschriebenen Klassiker der Moderne. Und da hat jeder eine andere Spezialisierung, nicht? Schönberg kodifiziert sein Material mittels der sogenannten Zwölftontechnik. Bartok entdeckt als einer der wichtigen, Romantik und Klassik überspringend, die alte Bauernfolklore. Das ist sein Anknüpfungspunkt, um modern zu werden. Stravinsky, Hindemith knüpfen an alte Formen an, das ist der Neobarock oder Neoklassizismus. Also die Hauptströmung, die dann seit den 20er Jahren bestimmen, haben die Talente, die so etwas daneben und sehr eigenständig. Man kann auch Zemlinski nennen, man kann Gustav Holst nennen, man kann so viele nennen, ja, Enescu, ja, das rächt sich jetzt, weil nämlich das Publikum in den Konzerten einen Großteil dieser radikalen neuen Musik sehr schwer nur verarbeitet hat. Das Ohr ist träge, das gewöhnt sich erst ganz langsam. Wiener Schule ist zum Teil immer noch ein Problem. Aber im Konzertsaal sieht man jetzt, dass die zweite Garnitur allmählich doch ihre Chance wiedergewinnt. Also wir hatten eine Zemlinski-Renaissance, Ives sowieso. Ja.
Es kommen peu à peu, auch wenn man sich mal heute, kann man global ja Radio hören, die einzelnen Länder entdecken alle ihre anderen Komponisten nun auch noch. Also da muss man jetzt gar nicht pessimistisch sein. Die kriegen alle noch ihre Chance, die auch zeitweise verdrängt sind durch die Komponisten oder die Schulen, die namentlich wie die Schönberg-Schule, ich will ja nicht bösartig sein, aber was wir nach dem Zweiten Weltkrieg erlebt haben, diese massive Favorisierung der atonalen Musik als Zeichen westlicher Freiheit zusammen mit der atonalen Malerei, mit der abstrakten Malerei, das ist natürlich ein zutiefst politisch gesteuerter Prozess gewesen, auch gegen den Osten. Und in dieser Situation, das ist ja jetzt inzwischen untersucht worden, wie 1948, schlagartig, die Herren Adorno, Stuckenschmidt, Schönberg und die Wiener Schule, die eigentlich nach dem Krieg angesetzte Fortsetzung sozusagen der neoklassizistischen Linie um Hindemith schlagartig verdrängt haben. Ja, wie die Rundfunkstation danach nur bestimmte Richtungen kanalisiert haben. Also ich würde mal auch heute noch sagen, 90% der ehemals westdeutschen Komponisten, die nicht diesen Weg gegangen sind, den man dann mit Darmstadt bezeichnet, ja, haben darunter auch sehr gelitten. Denn auch die wurden dann nicht mehr gespielt. Aber der Musikgeschichtsprozess, der geht nicht gerade Wege, wie auch der Fortschritt sie nicht geht. Da kommt vieles heute zurück, da werden Dinge entdeckt. Also das scheint sich auszugleichen. Ich würde gerne hier eine kleine Anmerkung machen, einfach zur Aufbrüchen und Wahrnehmung von Aufbrüchen. Ich glaube, das sind zwei ganz verschiedene Dinge. Ja. Also Aufbrüche geschehen und Wahrnehmung von Aufbrüchen, die dann vielleicht, wie im Falle Adorno, da ist das gerade genannt, zu einer Zuspitzung führte, die dann auch die ganze Wahrnehmung der Musikgeschichte später prägte, leider Gottes, muss man sagen. Aber da sind natürlich auch noch andere Dinge beteiligt. Schon in den 20er Jahren, du hast den Neoklassizismus erwähnt, gab es eine heftige Kritik an diesem Neoklassizismus. Das wurde als rückwärtsgewandt, also ich nenne einfach Werke Neoklassizismus, wenn man Pulcinella denkt, an bei Stravinsky oder Apollon Musaget. Oder und Schönberg Satiren dagegen. Ja, und da, also das gab es eine vehemente Kritik und eigentlich muss man sagen, fast bis heute ist es so, dass man immer noch in den damals zeitgenössischen Diskussionen befangen bleibt. Dass ein Dirigent wie Pierre Boulez den klassizistischen Stravinsky aus seinen Dirigaten ausgeklammert hat. Er hat nie Pulcinella gemacht, er hätte um Gottes Willen nie Rake's Progress dirigiert, keine Apollon Musaget, keine der Sinfonien Stravinskys, hat genau damit zu tun mit ästhetischen Vorurteilen. Man kann das jetzt genau umgekehrt Absolut. Sehen und wir haben in Basel vor vielen Jahren mal eine große Ausstellung zu diesem Thema gehabt, klassizistische Moderne. Das war damals eine Contradictio in adjecto. Ein Widerspruch in sich, wie konnte Klassizismus modern sein? Aber das hat einfach die Frage gestellt, ist nicht dieser Klassizismus ein Phänomen der Moderne und er hätte nie in einer anderen Epoche stattfinden können. Und wenn man Stravinsky analysiert, Pulcinella, andere Stücke, dann ist das zentrale Verfahren jenes der Verfremdung. Und wenn man bei der Verfremdung ist, dann bei einem solchen Begriff ist, dass man eine alte Musik nimmt, die sozusagen, wie soll man sagen, Friktionen, Verdrehungen unterwirft und sie damit plötzlich wieder neu hörbar macht, dann in der russischen Literaturtheorie ist das ein großes Thema gewesen bei Bertolt Brecht. Es gibt also einen riesigen Hintergrund. Plötzlich gewinnt diese Musik eine ganz andere Bedeutung und man muss, das muss ich für unsere Disziplin der Musikwissenschaft eben sagen, Musikgeschichte sagen, leider ist es immer noch so, dass man in den alten Denkschablonen dieser Gegensätze befangen ist und nicht erkennt, dass da drin ein ungeheures Potenzial eines Aufbruchs lag. Und gerade bei Stravinsky, du hast vorhin bei Schönberg das organische Ideal des Organismus, also Werk als Organismus, man kann da die andere Seite sehen, das Werk als Konstellation, als Produkt einer Montage. Und da ist man an einer ganz modernen ästhetischen Haltung, also nicht mehr organisches Produkt, sondern aus einzelnen Stücken zusammengesetzt. Da ist man dann letzten Endes auch beim späten Skriabin. Also wenn man Prometheus sich anschaut, das Poème du Feu, das ist nicht mehr mit einer organischen Ästhetik zu erklären, sondern vielmehr mit Begriffen wie Konstellation, Kombination und Ähnlichem. Und da ist man ganz nah bei dem modernen Stravinsky. Ich kann es mir doch nicht verkneifen, an diesem Ort
einer ihrer großen Söhne zu gedenken, das ist Theodor Wiesengrund Adorno, der etwas für mich fast Verbrecherisches gemacht hat. Aus gekränkter Eitelkeit, weil Schönberg, den er liebte, den er verehrte, nicht leiden konnte, hat er dann ein Buch geschrieben, um die Sympathie Schönbergs zurückzugewinnen. Für Schönberg war übrigens Adorno ein Verräter, weil er an Thomas Manns Dr. Faustus mitgearbeitet hat. Das hat Schönberg dem Adorno nicht verziehen, aber Adorno hat trotzdem ein Buch geschrieben und den Schönberg als den Inbegriff des musikalischen Fortschritts behandelt und dagegen gestellt. Von einem Dialektiker ganz undialektisch den Affront begangen, Strawinsky als den Vertreter der Reaktion, der musikalischen Reaktion darzustellen. Das hat auf Generationen, auf mich auch, in einer verheerenden Weise gewirkt. Und dann ein Musikgeschichtsbild. Ach, sagte Schönberg eines Tages, jetzt hat die neue Musik sogar eine Philosophie. Aber diese Philosophie besteht aus zwei Herren, noch ein bisschen noch Berg, ein bisschen Weber noch im Schönbergkreis. Aber alles andere, was im 20. Jahrhundert mindestens genauso wichtig an innovativen Dingen ist, einfach unter den Tisch gekehrt. Und das ist eine sehr mühselige Sache, hier, was notwendig ist, Adorno zu korrigieren. Das muss aus der Welt, das ist eine so privat motivierte Geschichtsphilosophie, die darf nicht standhalten. Frank, da möchte ich dir sehr beipflichten und das mache ich als ein Adornianer, der ich wirklich bin. Ich kann mich gut erinnern, wie ich mir in Greifswald, als ich studiert habe, die Adorno-Bücher aus dem Giftschrank holen müssen. Natürlich, ja. Und das war extrem wichtig, das zu lesen. Die negative Dialektik, die hat mich gerettet während der Armeezeit, weil sie verhindert hat, dass mich diese dreckige Sprache da besudelt hätte. Das war das Gegengift. Also ich verehre diesen Mann zu höchst, aber ich gebe genauso zu bedenken, dass das dadurch, durch diese Wertung, Verheerendes angerichtet wurde und noch immer Verheerendes angerichtet wird. So wie ich in Kreisen neuer Musik das Wort Neoklassizismus erwähne, werde ich des Raumes verwiesen. Ich darf mal ein ganz kurzes Interview zitieren, das Konrad Böhmer in der Süddeutschen Zeitung gegeben hat. Konrad Böhmer war damals in den späten 50er, frühen 60er Jahren durchaus involviert in die westdeutsche Avantgarde-Szene und wird vom Interviewer befragt, wie denn sich überhaupt damals die musikalische Landschaft dargestellt hätte. Und der Interviewer fragt, und die ernste Musik? Böhmer, er ging sich in Publikumsverachtung. In meinen Kreisen war die Religion ja nicht Gott, unsere Religion hieß Theodor Wiesengrund Adorno. Beschreiben Sie Ihre Kreise, Böhmer, das waren eher Fußangeln als Kreise. In den späten 50er Jahren die Komponisten der Kölner Schule, also Stockhausen, Kagel und Gottfried Michael König, Bernd Alois Zimmermann, auch der ewig grinsende John Cage und der freigebige Sponsor WDR, Teddy Adorno hüpfte da von einem zum anderen. Unsichtbar im Hintergrund die CIA. Bitte? Die CIA? Na klar, mit einem adornitisch-manichäischen Weltbild. Im Westen das Gute, im Osten alles Schlechte. Die Darmstädter Ferienkurse für neue Musik waren eine Initiative der amerikanischen Militärregierung. Die CIA, großartig. Und Adorno? Die Amerikaner hatten sich tatsächlich von Adorno einreden lassen, dass eine emanzipierte Kunst eine emanzipierte Gesellschaft zur Folge hat und dass eine Katastrophe, wie der Nationalsozialismus eine war, so hätte verhindert werden können. Adorno hatte in vielen recht, aber hier nicht. Auch Zwölftonmusik hätte Hitler nicht verhindert. Soweit Konrad Böhmer. Es gibt natürlich alle Möglichkeiten. Die Möglichkeiten des Wahns sind unbegrenzt. Ja. Ich habe jetzt von der anderen Seite her, ich habe auch Adorno gelesen, aber in Wien wiederum war in den mittleren 50er Jahren bis in die weit in die 60er Jahre hinein, in der Zeit, als ich nach Darmstadt pilgerte, war die neue Musik eine Sache einer winzigen Gruppe, einer Gruppe, die erst nicht mehr als 30, 40 Leuten bestand und alles andere war gut spätromantisch, postnazistisch, postaustrofaschistische musikalische Wirklichkeit. Nun, Nebenbemerkung wiederum, in den Leuten, in den Webern-Schülern, bei denen ich studiert habe, war Adorno verhasst wie die Pest. Warum? Natürlich wegen Schönberg. Und da gibt es einen tiefen Dissens, dass von Schönberg her
eine Verachtung, eine grundsätzliche Verachtung der Philosophie im Spiel war. Die Philosophie ist etwas, und da gibt es ja diese, so alle möglichen Geschichten, und Adorno hat auch hat versucht, diese Dinge zusammenzubringen, aber schon irgendwann 1930 hat Alban Berg zu seinem Kompositionsschüler Adorno gesagt: Sie müssen sich entscheiden, lieber Wiesengrund, entweder Kant oder Beethoven, beides geht nicht zusammen. Und Adorno hat sich versucht, wollte sich nicht entscheiden, hat mehr oder minder ja aber auch dann das Komponieren so weit an den Rand gedrückt, dass es als Illusion blieb. Auch sehr gut. Ja. Aber der Grund für die adornischen Schwierigkeiten ist eben, dass er den Schönbergschen Gedanken eines Zusammenhangs zwischen einer artikulierten und gedachten Sprechrede und einer artikuliert und gedachten musikalischen Rede, diesen Zusammenhang wollte er nicht aufgeben. In Wirklichkeit ist aber die Rede, die von Begriffen ausgeht, und die Rede, die musikalisch, also vom Gehörten formuliert wird, sind zwei völlig verschiedene Grammatiken. Und dieser Zusammenhang, das ist der eigentliche Grund der Entwicklungslogik in der Musik seit dem 18. Jahrhundert, dass die musikalische Rede und die Wortrede gebunden waren, und das bricht nach 1900 bei einigen Komponisten auseinander. Und dem wollte sich Adorno, über diesen Schatten ist Adorno nie gesprungen. Weil da war auch Schönberg wirklich konservativer. Ja. Weil Schönberg hat, ich habe das vorhin gesagt, eigentlich seine Revolution wider Willen gemacht. Ja. Das war diese unglaubliche Begabung, die ihn dazu geführt hat. Das ist richtig, das ist vieles, hat eine schönbergsche Logik, wie das gelaufen ist. Aber er hat immer auch festgehalten, an vielen Äußerungen kann man das sehen, auch an einer Art Inhaltsästhetik. Schönberg hat Wunderbares gesagt, dass die Musiker ja zwar nicht wissen, was sie da ausdrücken, aber sie wollen etwas ausdrücken. Das ist eine Sprache, weil eben in der Musik Lautung und Bedeutung nicht zu trennen ist, kann niemand sagen, was sie wirklich sagt. Aber sie sagt etwas. So wie der Schönberg einem Kritiker gesagt hat: Denken Sie dran, bei allem, was Sie so sagen, formal zur Musik sagen. Ein chinesischer Dichter, der klingt nicht nur chinesisch, er sagt auch etwas. Aber eben, die Schrägersche Ästhetik, wenn ihr das jetzt bringt, die geht nicht von der Bedeutung von Klängen aus, sondern von der Setzung des Materials selber. Ja? Also er charakterisiert etwa eine Situation und eine Person in der Oper dadurch, dass er einen symmetrischen Mehrklang setzt und den im Zusammenhang, also als Mehrklang, als etwas, was nach oben unten symmetrisch ist, erscheint dann als Bild für eine narzisstische Situation. Diese Materialkategorien, das ist schräger und das gibt es in der ganzen Wiener Schule nicht. Ich würde gerne noch was anfügen, weil so viel von Schönberg jetzt die Rede war, und es ist ganz klar, dass die Probleme bei Adorno, Strawinsky zu verstehen, aus dieser ganz engen Affinität zur ästhetischen Grundposition bei Schönberg herrührt. Bei Strawinsky gibt es genau das Gegenteilige zum Ausdruck. Er hat mal sehr schön gesagt, in dieser wunderbaren Sprachkombination: Je déteste l'Ausdruck. Also ich hasse den Ausdruck. Kombination Französisch-Deutsch. Er hat immer die pure Präsenz eigentlich des klanglichen Gegenstandes. Das war das, was ihn interessiert hat. Und das war für jemand, der ein Ausdruckskonzept attraktiv fand oder eine organische Entwicklung attraktiv fand, war das einfach schwer zu verfolgen. Aber dahinter stecken natürlich bei Adorno schon auch noch andere Dimensionen. Und ich denke, ein ganz wichtiger Punkt ist die Zeitphilosophie, die er hatte.
Denn das Schönbergsche Zeitkonzept, das bis eigentlich zu den späten Kompositionen diesen zugrunde liegt, das war ein, was Adorno als Werden beschrieben hat. Und er hat dann versucht, in den 50er Jahren die ganze Avantgarde darauf zu verpflichten. Und da passierte ganz anderes. Er hat auch versucht, die Avantgarde zu verstehen, um diese frühen 60er Jahre herum. Er hat dann aber, als er ästhetische Theorie schrieb, sozusagen seine Kunsterfahrung, er hat viel Interessantes gesagt über Cage, über anderes. Er hat das dann aber wieder geopfert. Und der Grund ist, denke ich, die Zeitphilosophie, die eben genau eigentlich von der Hegelschen Philosophie ausgehend eben eine Zeitphilosophie ist, die prozessual gerichtet ist. Stravinsky lässt sich in diesem Sinne nicht mehr verstehen, Cage schon gar nicht und die meiste Avantgarde nach dem Zweiten Weltkrieg auch nicht. Und ich möchte doch noch eins zur Ehrenrettung von Adorno sagen. Ich finde ihn dort immer am spannendsten, wo er einzelne musikalische Phänomene beschreibt, weil er dort zum Teil unglaubliche Einsichten formuliert und da sind ihm wenige Analytiker wirklich in meiner Disziplin der Musikwissenschaft wirklich gleichgekommen. Aber man muss das eben in Perspektive setzen. Darf ich noch einen Gedanken anfügen? Ich würde gerne nochmal sagen, wir reden so viel über diese Hauptfiguren. Du hast vorhin sehr schön gesagt, und Schräger ist eine der Figuren, die leider immer noch viel zu wenig im Rampenlicht steht. Also man könnte unendlich Namen nennen. Es ist aber leider so, dass das gerade das heutige Musikleben beim Publikum ist durchaus eine große Neugier da, Dinge neu zu entdecken, die sie noch nicht kennen, vielleicht aus dem Ennui heraus, den du beschrieben hast, immer dasselbe zu hören, noch eine Brahms-Sinfonie, noch eine Interpretation derselben. Das mag ein Grund sein. Auf der anderen Seite gibt es genau die gegenteilige Tendenz und ich weiß es von einem Festival wie Lucerne Festival, wenn die Programme eben dort nicht das Vertraute enthalten, verkaufen sich die teuren Karten nicht so gut. Und das ist ein ganz merkwürdiger Zusammenhang, der auch leider, sagen wir mal so, die Tourneeprogramme der großen Orchester, die Programmgestaltung bei vielen Veranstaltern mitprägt. Natürlich, ein Veranstalter muss auch auf das Geld schauen, das ist ganz klar. Und dort sind wir, man kann das Gegenbeispiel bringen, das sind die, heute was auf CD verfügbar ist, ich kann sagen, ist nur das Paradies. Ich bin aufgewachsen in der Zeit, als man manchen Komponisten gerade mal zwei Schallplatten hatte mit ein paar wenigen Stücken, im besten Falle von anderen gar nichts. Und heute haben sie alles, tendenziell alles und können alles entdecken. Ja. Ich möchte, weil ich so hart war, auch noch ein nettes Wort zu Adorno sagen. Er war ja zumindest ein sehr kluger Mann, hat tolle Analysen gemacht, das ist richtig, das Malerbuch ist einfach Sahne, ja, muss man sagen, auch die monographischen Arbeiten zu Wagner, und das sind tolle Sachen. Aber er hat natürlich als schlauer Dialektiker auch gewusst, dass trotz seiner Bewunderung für die Wiener Schule, namentlich für Schönberg, das nicht das Ende der Geschichte ist. Und er hat dieser ganzen Darmstädter Avantgarde ja auch die Leviten gelesen. Er wusste, dass die Zwölftontechnik ein Korsett für die Musik ist, die in eine Art Sackgasse führt. Und der Beweis dafür ist dieser für mich wunderbare Aufsatz, Version une musique informelle, wo er durchaus die Vision einer befreiten Musik artikuliert. Wie früher, 80 Jahre früher, auch so ein Mann, den wir fast vergessen haben, Ferruccio Busoni, ja, der eine neue Ästhetik der Tonkunst entworfen hat, die auch so etwas wie weg von der Klassik, von der Romantik, von Wagner, rein in eine neue klassizistische Freiheit. Adorno hat so genau nicht gesagt, er ist ja schlau, er hat nicht gesagt, wie die Musik wird. Aber sie muss frei sein. Sie muss sich von diesen musikfremden Regulierungen auch wieder lösen. Und da hat er in der Prognose richtig gelegen. Das ist jetzt der Zustand, der mich persönlich auch nicht befriedigt, weil nun alles möglich ist. Aber so ist es, man kann zu keinem Zeitpunkt alles haben. Man kann wirklich zu keinem Zeitpunkt alles haben. Und die Beliebigkeit oder all die Möglichkeiten, die universalen Möglichkeiten,
führen natürlich auch zu sowas wie einem Warenhaus dann, wo man durchgeht und keine Unterscheidungen mehr trifft. Ja. Insofern natürlich Komponisten, die glauben, es ginge alles, landen wahrscheinlich in der Wiederholung. Und wenn ich kannte Adorno seit den mittleren 50er Jahren und es ist natürlich, man vergisst wahrscheinlich, dass dieses, was später als Herrschaft bezeichnet wurde, damals erfahren wurde als kleine Insel inmitten eines Meeres von wie man sagen, weiterwirkenden, nicht nur politischen Reaktionen. Und natürlich ich habe mal eine Erfahrung gemacht, wo ich so eine Gruppe von überlebenden Linken sah, die alle Emigrationen überstanden hatten, und die, wo ich zu mir sagte, zu meiner Begleiterin sagte, das ist wie im Urchristentum, aber in die Religion kann ich nicht eintreten. Ja, diese Problematik entsteht, was dann nachträglich als Herrschaftssystem erscheint, wird in der Situation selber als Urchristentum wahrgenommen und führt dann zu den entsprechenden, sage ich auch, zu den entsprechenden Wahnvorstellungen. Ich habe übrigens noch nur jetzt eine kleine, minime Geschichte, die ich an euch zwei weitergebe. In den Gesprächen von Robert Kraft mit Strawinsky findet sich ein kleiner Bericht über die erste Aufführung von Petruschka in Wien, 1911, glaube ich, 10 oder 11. Und Alban Berg kommt zu Strawinsky ins Künstlerzimmer und gratuliert ihm und sagt, das ist aber eine wilde Musik. Was sagt Berg da? Sein Unterbewussten, sein zitiert Schreker, den er sonst nicht nennen will. Er deutet, der Schreker ist hier der Abwesende. Und Zitat aus dem Fernklang. Ja. Meine Herren, es gab ein Lichtsignal. Ich glaube, das galt uns. Ich muss diese Gesprächsrunde gewissermaßen auf ihrem Höhepunkt und mittendrin abbrechen, etwas gewaltsam. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich würde zu gern jetzt Ihnen noch das Wort geben, aber ich glaube, wir müssen dem Dasch-Salon weichen. Da bleibt uns keine andere Wahl. Vielen Dank an Sie alle. Einen schönen Abend und schöne Konzerte hier im Haus.